Ja, einen wunderschönen guten Tag zu einer weiteren Folge Mühlenkreis Mittelland. Ja, ich sitze gerade beim Essen. Werde ich mal meinen Astralkörper rüber bewegen. Manjara ist vorbei. Und zwar, wir müssen. Ich habe abgeerntet. Und ich renne jetzt mal rüber. Ich hatte Bohnen abgeerntet, die müssen wir jetzt abholen. Mit den 724. Und dann zum Hafen bzw. zu GW fahren. Das werden wir mal machen. Und dann müssen wir noch mal zum Shop, falls wir das schaffen in der Folge. Denn da steht ein kleiner Butchi-Wasseranhänger hier für den Garten. Den brauche ich nämlich. Das ist der Haken an der ganzen Sache. Ja, der brauche ich auf jeden Fall, weil ohne Wasser geht ja der Garten nicht. Muss mal gucken, was wir anbauen. Wir da schönes machen, ob wir da Erdbeeren oder schönen Kopfsalat. Also du kannst aber den Garten machen, was du willst, so genau. Gefühlt machen, was du willst. So, wir müssen jetzt hier erstmal über die Straße rüber. Die Sicht natürlich wegen den Displays ultra schlecht. Da kommt einer runtergeballert und da auch. Wir warten noch einen Augenblick. Könnte sich nun. Ah, ja, nehmen wir einmal rüber über das Beet. Ja, den Wald hier rechts oder hier vorne links. Der wird mir schon gefallen. Oder den, wo wir schon mal drin waren. Jetzt, dank euch, weiß ich ja mit der Gabel oder welche Gabel ich nehmen kann. Und daher, ja. Ja, Hänger ist randvoll. Im Mähdrescher ist noch was drin. Das wird aber später auf den Hof eingelagert. 2000 Liter höchstens, wenn es überhaupt hochkommt. Also minimal. Aber der hier ist voll, 100%, 12.000 Liter. Wir fahren nach GW. Wir könnten natürlich auch nach unten fahren nach, wie heißt denn das nochmal? Ach, wie heißt denn das? Ja, das heißt, ich weiß gar nicht, wie der Shop jetzt heißt. Das Ding ist, jetzt muss ich kurz überlegen. Nach unten könnten wir nach links weg und dann bis zur Tankstelle runter. Tanken müssen wir nicht, aber jo. Oder nach links. Wir fahren mal nach, nach rechts. Meinte ich aber, wir fahren nach links. Deiner? Nee. Ja, wir fahren nach links und zwar unten, wo die Tankstelle ist. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Da fahren wir jetzt erstmal hin. So, der Plach hier ist auch eine Tankstelle. Wusste ich gar nicht. Schöne Bushaltestelle. Ah, hat er schon gut gemacht, ja. Ne? Das gefällt mir. Also mir gefällt die Karte richtig gut. Ja, Radio oder solche Spielchen gibt es ja auf der Konsole nicht. Daher bin ich hiervon angetatscht. Aber wer weiß, was die Zukunft noch bringt. So. Einmal hier lang. Da vorne, wo die Kirche ist, ist links daneben sowas wie ein Reifeisen. Da müssen wir hin. Die Böhmebahn ist durch. Das ist schön. Müssen wir nicht noch einen Anker schlagen. Ja. Schauen wir mal Funzel hier an. Da kommt nichts. Schon mal ablaufen lassen. Ja, auf jeden Fall nach links. Und dann müssen wir mal schauen, wie wir es gleich machen. Südhemmen. Wir kommen. Hier aus. Das. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier irgendwo rechts ist gleich die Einfahrt. War das hier oder hier? Hier war das. 10 km/h. Hier geht keine STVO. Okay, was Bescheid. Ja, hier soll man ja auch irgendwo Kalk und so holen. Können, das hattet ihr mir gesagt. Aber ich habe es jetzt erstmal auf den Hof. Mal gucken. Wo verkaufen wir jetzt hier? Wo war das nochmal? Einfach her gesagt, hat es getan. Ah, okay. Hier wird das sein. Ja, die anderen sind dann nur zum Tanken. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage. Stößt er oben gegen die Decke. So wie die anderen Fahrzeuge. Ich glaube, wenn wir Glück haben, nicht. Aber nur wenn wir Glück haben. Eieiei, guckt euch das an. Ganz knapp an der. Also nicht schlecht. So, ich bin schon mal raus. Können wir raus? Ja. Gut, aufpassen, dass von links oder rechts nichts kommt. Ich kann das. Ja, da Tankstelle ist gut. Dann brettern wir mal rüber.
Ja, wir fahren kurz einmal zum Hof und dann fahren wir rüber zum Shop, weil beim Shop steht nicht ein ganz normales Wasserfass, sondern ich glaube, ich habe gekauft eine Agri. Ja, müsste sein, Agri. Vom DSC, diese kleinen Wasserbehälter, ja, weil die großen passen nicht rein. Das ist das Problem. Also, kommen wir eigentlich hier rein? Also, beziehungsweise kommen wir auch von hier zum Hof? Die beide gefällt mir aber hier links, aber naja, wir haben eine. Fahren wir hier rein. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Das werden wir gleich sehen. Kommen wir hier hinten rum. Ankommt nicht. Hier alles schlecht, gut, schlecht aus. Wobei, da geht zum Bayern. Ich muss, hier hinten muss ich noch ein bisschen Luschi-Luschi machen. Ne? Das ist hier, das ist da die Bahn. Ich sehe meinen Hof, aber wie komme ich da hin? Wie können wir da hin? Ah, da muss ich wieder. Ja. Immer so lang, okay. Bescheid. Gut. Einmal rauf auf den Hof, wie sich das gehört. Der Rest vom Feld, das hol ich nachher. Und dann, jetzt habe ich den Winkel falsch genommen. Dann fahre ich den Rest hier ins Silo rein, also das ist jetzt nicht so kompliziert. Ja, damit ich das aber weiß, stellen wir die mal hier ab. Ja, Hof könnt ihr euch natürlich gerne nachbauen, das ist jetzt keine Hexerei. Wobei man sagen muss, ein paar Stunden habe ich schon gebraucht, weil ich hier erstmal rumdiddeln musste, wie was funktioniert. Aber das wird ja auch noch live sehen. Also wir sind ja jetzt hier öfters drauf. Der St. Kalle natürlich auch noch, keine Panik. So, hier ist zwar 30 erlaubt, aber jetzt hier ganz gerne. Und da ja so gesehen in Anführungsstrichen von hier nicht viel nach von vorne kommt, kann man auch mal eine Runde lang ballern hier. Ja, mit den Traktorenwahl, ja gut, mit dem Maschinenwahl, da bin ich mir noch nicht so ganz in ein, ne? Muss ich ganz ehrlich zu euch sagen. Da haben wir aber gutes Geld bekommen, 29.000 sehe ich gerade da oben rechts. Was hatte ich denn auf dem Ding 7, das sind 22.000 für Bahnbohnen waren das. Das ist ja nicht schlecht, ne? Ja, wir spielen auch schwer, also daher. Das ist richtig gut. Jetzt muss ich nur mal gucken, ob wir vom Silo Wasser bekommen. Was wir da stehen haben. Sonst wüsste ich jetzt nicht, woher. Könnten wir eigentlich nochmal auf der. Wobei, wir haben doch einen See daneben. Komme ich dann hier irgendwie hin? Bestimmt nur ein Dekosee, ne? Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wenn nicht, dann müssen wir es teuer kaufen. Das wäre natürlich eine Tragödie. Wobei, es gab doch hier so einen Wasserhahn. Als Mod. Falls das Kaufsilo nicht funktioniert, kommt man hier irgendwo rein. Über einen Fußweg. Ja, ist halt natürlich nicht die feine Sache. Aber wir probieren es aus, ob hier überhaupt Wasser zu ziehen ist. Wenn nicht, Kaufsilo, wenn es zu teuer ist in Zukunft, dann vielleicht, keine Ahnung wie. Oh, das geht. Kostet nichts. Yippie! Ja, was? Wo kein Kläger, da kein Angeklagter, ne? Oder wie heißt das? Ja, schön ist das natürlich nicht. Da muss ich mir was einfallen lassen. Ja, ich könnte natürlich über das Multikaufsilo, aber es gab es immer noch dieser Wasserhahn im Mod-Menü. Da werden wir mal schauen, dass wir das irgendwo fixieren. Klar kann ich es da kaufen, aber das ist zu teuer dann. So, kriegen wir den da vorne reingeprügelt. Mit den 724 könnte es ein bisschen kompliziert werden, aber wir schauen mal. Erstmal gucken wir hier in die Produktion. Was haben wir denn da? Was wollen wir denn machen? Ich würde mal sagen Salat und Erdbeeren. So. Oha. Güter fehlen. Ja, du mich auch. Nee, behalten nicht. Also wenn direkt in den Verkauf, weil sonst haben wir hier eine Dauerlagerung. Gartensubstrat. Ach, stimmt ja. Ach, Gott, oh Gott. Ja, das müssen wir dann holen beim nächsten Mal. Ja, der hat doch Gartensubstrat gezumpelt. Das gibt's doch. Also, wenn du diesen Garten runterziehst,
zieht er automatisch noch eine Datei runter hier, wo Dünger und all so ein Kram dabei ist, als Handpacks. Mal hier, der nimmt das schon mal an, das ist gut. Als Handpacks. Da wächst gleich was, sobald Wasser. So schön. Das ist ja schön zu wissen. Huch. Soll ich das jetzt verstehen? Ich komme da hin und er zieht gleich das Wasser raus. Okay. Ja, mit denen ist ein bisschen hart hier, ne? Muss man echt sagen. Der 724 ist zu groß. Ist den Garten mal auf. Was würde das denn kosten? Kann ich den überhaupt Wasser kaufen? Und was würde mich das kosten? Stimmt, ein Vermögen, ne? 50 Euro. Nee, da ziehen wir Wasser. Naja, Musee, Fluss, irgendwo werden wir schon was finden. Sonst wäre der ganze Spaß mich zur Tür. Ja, was ist los hier? Ja, rückwärts reinfahren ist nicht so meine Disziplin. Komischerweise. Also mit einer Deichsel oder was auch immer, reiße ich hier richtig den Hahn weg. Da lübt das. Aber sobald hier, ne? Ja, dann ist voll. Okay, ja, dann lassen wir erstmal kurz stehen. Ja, dann war es das auch schon. Jupp, einmal mal hier rein in die Orga. Kurz vorne eine Tür zu machen. Ja, dann müssen wir uns hier Substanzen alles kaufen, ne? Die gibt's nämlich hier. Wo sind sie? Ich glaube. Ne, Big Packs glaube ich nicht. Auch nicht. Aber was ist hier vorne? Aim? Wo kommt das denn her? Das ist kein Mod, habe ich irgendwas verpasst. Wo sind sie? Da. Saatgut, Mineraldünger. Was ist das denn hier? Ach, Verschlauchungssystem. Ja, spielt auch keiner mehr. So, Hafer, wo haben wir den Streusatz? Mist. Gartensubstanz, seht ihr das? Das heißt, wir sollten mal gucken. Hier, da gibt es sogar Paletten von. Gibt es das auch als, ja, als Palette? 105 Euro? Ist ja gar nichts, ist ja lächerlich. Muss ich mal kurz mit euch gucken. Haben wir irgendwie einen Buggy mit Ladefläche? Was sagt der denn? Wie putzig. Das ist ja noch schlimmer. Das sieht schon wieder anders aus. Wenn wir da schön so ein paar Säckchen draufballern, das wäre schon mal geil. Was sagt hier? Geht nicht größer? Das ist ja auch wieder pfiffig. Ja, schon fast gezwungen. Also was heißt gezwungen? Was kostet das Eimerchen? Seilwinde? Können wir die benutzen? Ja, ich würde sagen 17,5, aber das machen wir in der nächsten Folge. Da müssen wir nämlich laden und ach Gott, hört auf, das ist ja. Schön ist es ja nicht, ne? Aber selten. Na gut. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Kann sein, dass wir so ein bisschen Zeitblase haben, weil ich halt nicht weiß, wenn ich diese Folge mache, weil die mache ich auf den Samstag und ich weiß nicht, ob ich Samstag noch live komme, das bezweifle ich aber. Aber heute kann das natürlich sein, dass ich noch live komme. Wie ich Bock habe. Schauen wir mal, ne? Na gut, ich bin raus, ich bin euer Paddy. Liken, abonnieren nicht vergessen. Bis dann, ciao, ciao.